Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Hearthstone-Video. Heute spielen wir das erste Subdeck, das der gute Inkdeath eingereicht hat. Nur kurz für euch zur Information, falls ihr Interesse auch daran habt, hier vielleicht auch mal ein Subdeck einzureichen. Das ist ganz einfach und zwar kann man das so machen, wie der gute Inkdeath, wie der gute Olli, wie der gute Manu auch schon gemacht haben. Und zwar kann man mich inzwischen auf YouTube subben. Das geht relativ einfach. Okay, es geht nicht so einfach, wenn man auf YouTube an sich unterwegs ist, sondern eher auf YouTube Gaming. Da ist nämlich neben meinem Abonnentenknopf, wo man mich abonnieren kann, ist da einfach ein kleines Kästchen dran, wo man sagen kann, hey, ich möchte subben, das kostet dann 5 Euro im Monat und ihr kriegt dafür ein Emote, ihr kriegt dafür einen Deckwunsch, den ich durchchecke, kann auch ein Kartenwunsch sein, wenn ihr das sagt, hey, ich möchte ein Deck von dir gebaut haben, um eine bestimmte Karte herum oder irgendwie was anderes so in die Richtung, da kann man auch mit mir reden, über Discord oder sowas können wir dann ganz kurz quatschen und ihr bekommt natürlich nicht nur das, sondern auch, wie gesagt, ein Reno-Emote, noch zwei andere Emotes, ihr bekommt ein Emote im Chat, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, wie das auf YouTube normal geht, ist ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr auf den Livestream gehen, auf einen der letzten, unten in den Chat reingucken und oder halt in einem Livestream dabei sein. Und unten im Chat ist dann so ein Dollarzeichen, da könnt ihr das dann auch machen. So, genug davon geredet. Wir schauen uns jetzt heute das Deck vom guten Inkdeath an, das ich hier durchchecke und mehr oder weniger meine Meinung dazu abgebe. Ich habe es mir ganz kurz angeguckt. Erst wollte ich ein Game damit machen. Dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich sollte ich da ja relativ blind reingehen. Der Inkdeath hat mir dazu eine wunderschöne Nachricht im Discord hinterlassen. Und zwar ist halt ein Demon Warlock mit Death Rattle, der mit Death Rattle arbeitet und Handbuffs und ein paar Control Late Game Tools. Ziemlich Zoo-lastig. Es heißt also, es ist alles einfach mit drin, Leute. Es ist einfach alles mit drin. Und wenn ich mir das so direkt mal vom Start her anschaue, haben wir übel interessante Karten mit drin, wie zum Beispiel den Sanguine Revealer. Ist eine Karte, wo man eigentlich sich mal gedacht hat, hey, vielleicht kann man die in einem interessanten Death Rattle Lock mal irgendwie spielen, aber der hat sich dann irgendwie nie gebildet, deswegen finde ich es cool, dass er ihn hier mit reingepackt hat, gerade in Kombination mit dem Witchwood Imp könnte ich mir das vorstellen, dass der ganz gut ist, mit den Eggs natürlich, ich frage mich, warum er jetzt nur ein Egg hier reingepackt hat und nicht zwei, dann natürlich Cube, wir wollen ein paar starke Dudes hier mit an den Start bringen, über Void Terror oder sowas, wenn wir da sagen, wir schaffen es irgendwie Soul Infusion auf einem Doubling Imp zu spielen, dann einen Void Terror dazwischen zu legen, dann wird der Void Terror ziemlich OP und dann hauen wir den Cube irgendwie rauf und töten den Cube dann über den Sanguine Revealer, kriegen zweimal den Void Terror und können dann Face gehen. Fürs Late Game hat er hier natürlich auch noch ein bisschen was vorbereitet, hat er ja schon gesagt und zwar einmal den Omega Agent, ist sehr, sehr starke Karte, die aber relativ wenig Play tatsächlich sieht. Ectomancy, falls wir Dämonen ohne Ende haben, ist natürlich auch sehr, sehr gut mit dem Void Terror, ist auch gut im Early Game oder sowas halt in die Richtung, was heißt Early Game auf Turn 6 halt frühestens, wenn wir es irgendwie schaffen, da vielleicht drei Demons oder sowas, relativ starke Demons auf dem Board zu haben, sowas wie zum Beispiel hier ein Dreadlord, sowas vielleicht wie ein Void Terror und zwei Doubling Imps und so und dann sagen wir, hey, copy them und wir gehen dann mit doppelter Anzahl dem Gegner ins Gesicht. Fürs Late Game haben wir, wie gesagt, auch noch Lord Godfrey mit drin als Removal. Jiraxxus ist natürlich sehr, sehr stark hier, gerade wenn wir auch auf die nächste Karte gucken, wir haben Bloodreaver Gul'dan zusätzlich noch dabei, das heißt also, wir versuchen zuerst Jiraxxus zu spielen, versuchen erst über dessen Hero Ability hier 1, 2, 3, 4, 5 von den 6-6er Demons mit aufs Board zu kriegen, gucken, dass sie dann irgendwie sterben oder sowas, können sie vielleicht auch noch cuben, können sie Void Terror, etc., etc. und können dann schlussendlich mit Bloodreaver Gul'dan die einfach zurück aufs Board bringen und unseren Gegner hart punishen. So, das ist also das Deck. Ich finde es schon mal vom Prinzip her eigentlich ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dieses Deck beschreiben sollte. Es ist weder vollkommen Zulog, es ist weder vollkommen Control, es ist eigentlich, also es ist aber nicht mal Midrange oder sowas. Es ist sehr, sehr kompliziert einfach zu sagen. Wir einigen wir uns darauf, wir haben zwei Win Conditions, und zwar einmal das Early Game, dass wir hard zoomen, dann das Late Game, dass wir hard controlen. Ist also ein bisschen kompliziertere Sache hier, das Ganze zu beschreiben. Die Frage ist halt, ob wir hier gegen einen, Soul Infusion ist gut, ob wir hier gegen einen Mage ankommen, weil der Mage ist halt schon ein relativ harter Tobak, möchte ich einfach mal sagen. Wir haben eine Dustbit, wir haben einen Ratcatcher und einen Soulfire. Das ist nicht optimal, besonders da der Ratcatcher ganz links ist, finde ich das nicht so cool. Klar, er hat Rush, wir können einen Friendly Minion zerstören und er kriegt dann halt die Attack and Health. Das heißt also, wir können ihn zu einem 4-4er machen, können ihn dann über die Dustbit rausspielen, was auch eine ganz interessante Sache wäre. Mir wäre es aber lieber, wenn wir es schaffen würden, irgendwie ein Doubling im Serenite Chain Gang oder sowas nach links zu bekommen, um da die ordentliche Soul Infusion Engine zum Laufen zu bekommen.
Schauen wir einfach mal, was er für ein Mage spielt. Das ist vermutlich, würde ich einfach mal behaupten, es ist der Control Mage, weil Control Mage gerade einfach so enorm oft gespielt wird. Gerade Control Elemental kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Ich werde jetzt hier trotzdem, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, auf jeden Fall Soul Infusion spielen, dass wir hier einen 4-4er Rush haben, den wir auf Turn 2 rausspielen können, weil ich könnte mir vorstellen, er haut jetzt hier auf jeden Fall ein Minion raus und wenn er gerade dieses Control-Deck spielt, was du tun, Mann? Was du tun? Gut, okay, ich könnte Coin, Redcatcher, nee, es ist alles Bullshit, deswegen ziehen wir einfach eine Karte, lassen ihn einfach hier sich in die Luft jagen und schauen, dass er jetzt in diesem Zug hoffentlich nichts weiteres hat, vielleicht keinen zweiten, dann wären wir eigentlich ganz optimal, dann können wir trotzdem immer noch sagen, Redcatcher, oh mein Gott, wir könnten Flame Imp, Coin, Redcatcher spielen. Was eine ganz coole Sache wäre, wenn ich ehrlich bin. Okay, wollen wir aber erstmal nicht, wir schießen uns hier Schaden. Dadurch, dass wir Schaden gekriegt haben, haben wir noch zwei Mana übrig. Das heißt, wir coinen hier, wir spielen die Bad raus. Und die Bad bringt uns ein bisschen Board anstatt. Der Redcatcher ist ja ein 4-4er. Wir haben dann 5-5er theoretisch zum Traden. Können theoretisch auch den ganzen Dude ein bisschen stärker machen. Auf einen 6-8er gehen. 6-8 ist natürlich auch schon für Turn 4, möchte ich mal sagen. Oder Turn 3, wenn es ein bisschen schneller gegangen wäre. Wäre es natürlich eine wirklich, wirklich gute Sache. Es ist auf jeden Fall ein late-gamiges Deck, also das heißt, wir müssen entweder schnell sein oder aggressiv sein, müssen wir mal noch gucken, wie das Ganze laufen wird. Wir gehen mal hier Face mit der, ja, das war klar, Vaporize ist gut. Vaporize ist unglaublich gut, Leute, einfach nur. Das heißt, wir spielen hier er hat halt das Sheep, wenn er das Sheep jetzt schon verschwenden würde, wäre das optimal. Wenn er Sheep jetzt schon direkt sich gönnen würde. Er spielt. Sagen wir es mal so, Leute. Dieses Deck spielt kein Solo-Removal. Dieses Deck spielt kein Early-Removal. Das heißt, wir müssen hier nicht mit Frostbolt rechnen. Oder ich vermute einfach mal, dass wir hier nicht mit Frostbolt rechnen müssen. Oder mit irgendwie was in dieser Richtung. Das ist okay. Können wir das Ganze wegmachen? Nicht so ganz, ja. Nicht so ganz. Wir müssten da unseren fetten Dude mit reintraden, was ich nicht ganz okay fände. Oder wir machen Soulfire plus. Soulfire plus ein Hit, was ich besser finde. Und wir könnten ihn dann cuben. Aber ich weiß nicht, ob ich den Redcatcher an sich cuben möchte. Wir spielen mal die Witch raus. Ich muss... Oh, das ist natürlich ein sadder Discard, Leute. Ich muss sagen, die Witch ist eine interessante Karte. Sie synergiert halt echt gut mit der Duskbad. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn Ink Death hier vielleicht den Ding reingepackt hat. Warum steht da oben eine 0-1? Ach, mein Ding spackt mal wieder rum, so wie es aussieht. Mein Deck-Tracker spackt mal wieder rum. Das ist, ich weiß nicht, was in letzter Zeit damit los ist. Es ist wirklich deprimierend, dass der mir die ganze Zeit irgendwie sagt, hey, das und das stimmt nicht, das und das stimmt nicht. Obwohl das eigentlich alles korrekt ist. Wir Lifetime an der Stelle. Disciple Dreadlord. Wollen wir nicht rausspielen. Wir hauen auf jeden Fall die Serenite Chain Gang raus. Wir müssen hier ein Board aufbauen. Müssen hier relativ schnell arbeiten. Es kann natürlich sein, dass wir hier den Flamestrike relativ zügig um die Ohren kriegen oder sowas. Er spielt auch Meteor. Das heißt, er hat jegliches Hard Removal mit am Start. Schnell genug werden wir wahrscheinlich nicht sein. Ich weiß nicht, ob wir gegen Mage gegen hier die Königin des Late Games irgendeine Chance haben, wenn wir irgendwie... Ich weiß nicht, Lord Jiraxxus. Kommt Lord Jiraxxus gegen einen Mage an? Also Blood River Gul'dan wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Lifetime nochmal. Wir spielen die Duskbad, ziehen eine Karte. Kill the Sith. Warum kommst du jetzt erst? Wir traden hier auf jeden Fall rein, weil ich ganz genau weiß, jetzt wird wahrscheinlich der Flamestrike kommen, jetzt wird auf jeden Fall irgendwie was weiß ich was kommen und dann hätte er hier noch einen Hit für 4 machen können, was halt ziemlich uncool gewesen wäre. Witch und Piper. Was spielt er hier für ein Deck? Ist es Kaliseth oder sowas, den er dann zusätzlich noch irgendwie ranholen möchte? Könnt ihr mir sehr sagen, oh mein Gott, da ist die Soul Infusion. Da ist die Soul Infusion und wir spielen jetzt einen richtig harten Play. Erstmal muss ich aber niesen.
Alter, schade. Wow. Okay. Wir spielen Soul Infusion. Wir spielen 4-4er Imp. Stop copying me. Dann sagen wir. Nee, wir sagen nicht Rillesif. Wir sagen. Hit, 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 hit. Clear Sport. Wir machen uns einen richtig fetten Dude. Weil die Chance, dass er nochmal Meteor auf der Hand hat, ist nicht so hoch, wie wenn wir sagen würden, hey, Flamestrike trifft uns jetzt oder sowas. Kein Meteor, komm. Er hat das Sheep dabei. Er hat das Sheep dabei. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil so ein Deck sollte eigentlich, wenn es gerade so auf Late Game spielt, eigentlich kein Sheep mit am Start haben. Hat er trotzdem mit reingepackt. Wahrscheinlich, weil er halt einfach die Queen auf jeden Fall mit am Start hat. Das ist eine schöne Karte für den nächsten Zug. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte für den nächsten Zug. 5-6. Damit kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und hier war eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich euch auf jeden Fall auch raten kann. Wenn ihr irgendwie Warlock spielt in Kombination mit Kalaseth, immer erst Kalaseth, dann Lifetap. Weil gerade wenn ihr sowas rauszieht oder sowas wie den Doubling Imp, sowas wie Serenite Chain Gang, ist dieser Lifetap oder besser gesagt der Buff vor dem Lifetap sehr, sehr essentiell. Wir haben halt echt einen guten Damage-Output hier an dieser Stelle. Und es sind wie viel Damage? Wir haben hier 5, 6, 7. Das wird leider nicht ausreichen, Leute. Das wird leider nicht ausreichen und wir können den Dude auch nicht töten. Ich überlege mir gerade hier Serenite Chain Gang. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. We are one. Wir könnten hier traden und er überlebt auf jeden Fall. Wir hätten auch kein... Ne, Moment, wir machen das anders. Wir Solariumen hier. Das sind alles gute Karten. Ich möchte das Sheep auf jeden Fall weg haben. Auch wenn es sich jetzt hielt, das ist mir eigentlich relativ Wurst, weil wir einen guten Damage-Output im nächsten Zug haben. Was wollen wir für ein Discard haben? Wir wollen die Serenite Chain Gang nicht discarded haben, gell? Ne, wir spielen mal. Das ist okay. Das ist ein okayer Discard, muss man sagen. Wir haben ein starkes Board. Soulimp macht einen Abgang. Wir haben noch eine Serenite Chain Gang. Das heißt, also, wir können uns im nächsten Zug wieder aufbauen. Flamestrike wäre hier natürlich ein bisschen unlucky. Da würde er aber nicht ganz unser Board komplett sterben. Er könnte aber noch pingen und sich damit einen 3-6er wieder beschwören. Er könnte, wenn er viel Glück hat, könnte er Dragon's Fury rausspielen. Könnte auf einen Hyrule von 7 kommen. Und da, oder er könnte einfach freezen. Flamestrike ist kein Freeze, das ist okay. Das heißt also, er kann hier nur unseren einen Dude pingen. Wir müssen also hier einen Trade eingehen. Das ist aber nicht so problematisch. Das heißt also, er hat den Flamestrike auf jeden Fall rausgehauen. Das ist für uns eigentlich hier die wichtige Sache gewesen. Da kommt das Devil Saw Egg. Wir Lifetappen nochmal an dieser Stelle. Da kommt Blood River Gul'dan. Das heißt also, wir spielen hier erstmal alles raus. Wollen hier ein bisschen Value machen. Das Problem ist halt, er kann sich hier relativ gut neue Dudes generieren, indem er halt wieder pinkt jetzt an dieser Stelle. Ob er jetzt nochmal AOE-Removal hat, entscheidet wahrscheinlich hier über das Game. Wenn wir viel Glück haben, können wir halt nochmal über Lord Jaraxxus zurückkommen. Wir werden Blood River Gul'dan wirklich nur als letzte Instanz spielen hier in diesem Deck. Es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Wir haben noch ein... Ah ja, wir haben noch ein Spell. Ah, er hat einen Dragon's Fury auf jeden Fall dabei gehabt. Da waren wir aber lucky. Da waren wir lucky. Die Sache ist halt einfach, dass es sehr, sehr schwierig ist, das Ganze jetzt zu handeln. Hat er jetzt hier wirklich das AOE-Removal? Das wäre halt dann wahrscheinlich das GG. Ne, er pinkt hier den Taunt weg. Was ich eine sehr, sehr interessante Entscheidung finde, dass er den Taunt wegnimmt. Skulking Geist hittet uns gar nichts. Oh mein Gott, wie viel Damage haben wir denn hier? 15, 15. Lord Godfrey. Wir haben hier 15, 15. Ah, why no? Irgendwas. Würde Godfrey reichen? Godfrey würde reichen, dass er kein Leben kriegt und wir einen 5-5er beschwören. Ne, der 5-5er stirbt auch, gell? Egal, wir müssen es wagen.
Wir müssen es wagen. Weil das könnte hier, wenn er jetzt wirklich nichts nachzieht, könnte er uns das halt den Win bekommen. Können wir dann... Ah nein, wir haben ihm genau einen übrig. Obwohl, was heißt... Nee, alles cool, Leute. Alles gut. Es ist okay. Es ist vollkommen okay. Den einen Dude kann er pingen. Wir haben den 5-5er mit am Start. Er dürfte jetzt nur kein Removal haben. Ach, come on, really? Er kann sich Rüstung wieder basteln. Er kann sich wieder Rüstung basteln. Das ist traurig. Sheep? Meteor? Oh, really? Meteor? Diese Karte. Was für Demons haben wir denn bis jetzt am Start? Wir haben Void Terror hier, wir haben... Wir wissen, dass er noch einen Dragon's Fury im Deck hat. Give it a try. Wir haben Decibel Dreadlord mit am Start, wir haben Void Terror, wir haben ganz viele Imps auf jeden Fall mit dabei, and Turn. Und es ist halt ein bisschen schade, dass wir keinen Doppel-Dreadlords haben, weil Doppel-Dreadlord würde uns auf jeden Fall den Sieg gönnen. Der würde uns den Sieg richtig gönnen. Komm, kein AOE-Removal, oder? Oh, please, no. Alex, das heißt kein Ping. Kritisch kann ich aber nachvollziehen. 2, 4, 6, 8. 8 Damage haben wir hier auf dem Board liegen. Der Reaver. Der tötet auf jeden Fall schon mal die 2 Dudes. Das heißt also, wir müssen uns eigentlich nur hier um Alex kümmern. Das heißt also, wir klauen uns hier mal ein bisschen Leben von Alex. Wir hitten hier, wir hitten da. Wir ziehen eine Karte nach. Es ist Jiraxxus. Es ist our Lord. Wir lassen uns unseren Stealther auf jeden Fall im Stealth-Mode. Wir zerstören die 2 Dudes. Und jetzt darf er keine AOE-Removal ziehen. Dann gehen wir ins Late-Game, Leute. Huh. Late-Game. Raven Familiar, fuck. Aber das heißt, wir ziehen hier. Boom. Wieder nichts für dich. Late-Game. Ich weiß, Gul'dan, ich weiß. The end is coming. Wie viel Damage machen wir denn? Wir machen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir machen nicht genug, oder? Sehe ich das richtig? Ah, wir machen nicht genug, oder? 2, 4, 8, 10, 13, 14. 14. 14 und 3. Es sind immer 14 und 3. Es wären 17. Er darf unser Board nicht wipen. Das heißt also, wir machen 3. Ne, wir machen so. Das heißt also, keiner von uns ein Dude kriegt irgendwie Damage. 4. 5, 6. Der sagt ja, the start of your turn. Der sagt ja, end of your turn. Das ist okay. Das heißt also, wir hitten hier. Wir sagen, copy them. Wir machen einen Turn. Please, no AOE. Es könnte halt so ein knappes Game werden. Einfach, wenn er jetzt kein AOE zieht, sind wir halt sowas von safe. Was, the Lich King? Oh, shit. Oh, shit, ey. Was ist denn da los? 2-4-6 reicht halt trotzdem nicht. Ach, come on. Mach jetzt keinen Blödsinn, Mage. Mach jetzt einfach keinen Blödsinn. Er hielt sich halt jetzt jeden Zug um 3. Wir können das noch teilweise denyen. Er geht face. Er hat ein AOE Removal. Dragon's Fury. Ah, fuck it. Er hat ein AOE Removal. Ja, war klar. Oh, er zieht ein anderes Dragon's Fury. Sheep. Ach komm, dann überlebt sein Dude ja auch noch.
Wir gewinnen das jetzt über Jiraxxus. Wir gewinnen das jetzt über Jiraxxus, Leute. Wir würden es niemals über unsere normale Hero-Ability gewinnen. Deswegen machen wir das lieber so. Wir attacken hier. Er ist ein 2-2er. Wir spielen 2-2er raus, einfach weil wir Damage brauchen. Es ist dumm. Der Mage ist einfach dumm im Late-Game. Es ist genauso wie der Hunter im Late-Game. Oh, Voodoo Doll, really? Damit holt er sich also noch mehr Value raus. Oh, come on. Die Voodoo Doll ist halt auch echt eklig. Ja, 3 Damage. Wir können es einfach nicht finishen. Oh, es war so knapp. Es tut mir leid, Ink, aber dein Deck hat erst das erste Game versagt. Dein Deck hat einfach versagt. Und der hat auch noch das Sheep, das zweite. Control Mage ist halt einfach, man muss einfach sagen, Control Mage ist wirklich stark. Er wird uns jetzt hier voll finishen, wir können da nichts mehr machen. Es tut mir leid, Ink, der ist trotzdem sehr, sehr cooles Deck. Wir machen noch eine Runde, weil es ein Subdeck ist. Deswegen gönnen wir uns noch eine Runde. Sehr, sehr schade. Also ich hätte gedacht, wir schaffen es vielleicht. Ich würde das gerne ein bisschen umbauen. Ich meine, das ist ja, wir haben jetzt eine Runde so in deiner Variante gespielt. Ich möchte das jetzt ein bisschen umbauen und zwar die ein oder andere Karte hier auf jeden Fall ersetzen. Und zwar einmal die Imps. Die Imps gefallen mir hier einfach nicht. Da will ich gerne nochmal so ein Dreadlord reinhaben. Hätten wir einen zweiten Dreadlord mit drin gehabt, wäre das super, super stark gewesen. Dann würde ich sehr, sehr gerne noch, wenn wir gerade ja eh schon so ein bisschen in der Dämonen-Kombo drin sind oder sowas, müssen wir mal gucken, würde ich gerne noch einen Voidlord drin spielen, weil Voidlords sind halt einfach super stark. Voidlords plus Fressen ist halt wirklich, wirklich cool. Deswegen möchte ich das eigentlich mal gerne machen. Ansonsten könnte man natürlich noch sowas wie hier den Deathweb-Spinner mit reinbringen. Oder Hooked Reaver wäre ja auch eine ganz gute Sache. Eigentlich ist Hooked Reaver auch eine echt coole Idee. Ich mach noch eine Witch raus und pack den Hooked Reaver rein. Ich meine, ich verändere dein Deck jetzt nicht so extrem. Ich möchte halt nur gucken, dass wir vielleicht unsere Winrate ein bisschen increasen. Also indem wir die Winrate halt ein bisschen höher setzen. Indem wir starke Value Min jetzt noch ein bisschen reinpacken. Ich meine, ich habe das Prinzip hinter dem Deck verstanden. Aber es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach, Freunde. Es ist wirklich nicht so einfach. Dieser Moment, wenn man komische Nachrichten kriegt. Ich muss mal ganz kurz antworten. Sekunde schnell. Okay. Wir nutzen im Early Game die Red Catcher Combo. Finde ich eigentlich mal eine ganz nette Sache. Wir spielen aber leider gegen einen Hunter. Wenn er jetzt halt irgendwie sagt, er spielt Secrets, haben wir damit natürlich ein sehr, sehr krasses Problem. Doubling Imp ganz links, sehr, sehr stark. Wenn wir jetzt irgendwie noch eine Soul Infusion ziehen oder sowas, könnte ich mir da echt was vorstellen. Okay, er ist auf jeden Fall Secret Hunter. Wer ein Secret Plan auf Turn 1 spielt, da weiß man Bescheid, Leute. Da weiß man auf jeden Fall Bescheid. Wir gucken mal, Omega Agent, nice, and turn. Greetings. Spielen dann jetzt im nächsten Zug Coin. Egg, dann spielen wir Red Catcher. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwie was gegen das Egg machen würde. Oh mein Gott, Leute, das ist ein ekelhafter Start für unseren Gegner. Wir spielen hier. Nein, nein, nein. What? Snipe? Okay. Ja. Okay. It's a snipe. Alright. Freezing Trap. Ja, ganz schön eklig. Deswegen spielen wir lieber den Doubling Imp raus. Ich tendiere dazu, dass es entweder ein Freezing Trap ist oder ein Wandering Monster. Deswegen will ich jetzt hier erstmal die Imps rausspielen, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil der Grund dafür ist nämlich relativ simpel. Wenn ihr jetzt hier Freezing Trap habt, ist der Doubling Imp halt super, super insane. Dann kriege ich den nämlich wieder auf die Hand und okay, ist jetzt die Explosive Trap. Ja. Mehr, nicht so cool, so cool, so cool, so cool. Wir buffen ihn uns. Wir hitten ihr Face. Freezen ihn. Das ist gut gelaufen. Explosiven. Hidden Face. Machen End
Turn. Das war eigentlich jetzt gar nicht so dumm gespielt, wenn wir mal ehrlich sind. Das war jetzt gar nicht so dumm gespielt. Wir haben damit unseren Dude auf jeden Fall gesagt, Flanking Strike ist halt schon strong. Flanking Strike ist hier wirklich stark. Wenn wir es schaffen würden, noch irgendwie den Doubling Imp irgendwie zu discarden, wäre das halt optimal. Wir haben halt sehr, sehr starke Karten auf jeden Fall mit dabei, die wir eigentlich nicht discarden wollen. Wir probieren es aber trotzdem. Wir sagen, hey, wir sagen, hey, Lifetap. Oh, fuck. Why? Warum? Warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Nur, das ist Deathstalk Correxer. Okay, wow. Early Deathstalk Correxer. Jetzt sind wir im Control-Game, Leute. Jetzt ist alles verloren. Dein Deck wird hier leider wahrscheinlich keinen Sieg rausretten, weil wir gegen die Late-Game-Champions spielen. Weil wir einfach gegen die Late-Game-Champions spielen. Relax. Man muss schon sagen, er ist ganz schön lucky. Er ist ganz schön... Ja, okay, er ist gar nicht so lucky. Er kann jetzt hier natürlich schön traden über seine Waffe plus die Hündchen und sowas. Kriegt aber nur den 4-2 mit an den Start, mit dem wir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so das Problem haben. Die Frage ist halt einfach, ob er über Deathstalk Correxer so viel Value generieren wird, dass es zu einem Sieg führen kann. Seine Hero Ability ist halt schon ziemlich stark, aber er nutzt sie momentan nicht so oft, was ich gut und wichtig finde. Oh mein Gott, Soul Infusion. Jupp. Dustbat, Job, Face, Job. Wir sind auf Turn 8 im nächsten Zug. Das heißt also, wir können hier Voidlon. Leute, Omega Agent mit Soul Infusion ist halt schon ganz schön eklig. Es ist ein 6-7er, wenn wir den dann irgendwie mittendrin spielen und ihn nicht irgendwie snipen lassen oder sowas. Obwohl Snipe ist jetzt hier eigentlich auch relativ irrelevant. Nutzt er natürlich seine Hero Ability. Das ist übel wichtig für ihn eigentlich. Wir müssen einfach nur auf Turn 9 und Turn 10 warten. Da haben wir halt echt eine gute Combo. Ich hätte gerne, eigentlich hätte ich den Sanguine Revealer, Revealer eigentlich gerne behalten. Aber wir haben noch so viele gute Fress-Minions, gerade hier in Hinsicht auf Volterra etc., die da regeln können. Wir Lifetaben again. Serena Chain Gang ist gut. Spielen die Chain Gang. Sagen hier Kill, Kill. Explosive maybe. Ja, natürlich Explosive. Natürlich Explosive. Was könnte das auch anders sein? Der einzige Vorteil, den wir momentan haben, ist, dass er seine Hero Ability verloren hat. Es ist aber nicht so ein großer Vorteil, dass ich sagen kann, wir können ihn wirklich gut nutzen. Ich glaube wirklich, dass Jiraxxus hier jetzt fliegen muss. Und wir unseren Gul'dan erst später an den Start bringen. Not bad. Aber jetzt ist die Frage, kommst du gegen Lord Jiraxxus an oder lebe gegen unseren Voidlord? Kommst du gegen unseren Voidlord erstmal an? Ich meine, er müsste jetzt hier irgendwas mit Charge noch rausbringen, dass er unseren Voidlord wegmacht. Ansonsten können wir halt Voidlord, okay, er macht ihn auf jeden Fall weg. Handelsmark ist halt eklig, das stimmt natürlich. Aber wir können im nächsten Zug auf jeden Fall Jiraxxusen, das ist okay. Vielleicht haben wir ja auch Glück und kriegen über Blood Revival da nochmal unseren Dude mit ran. Ich meine, wie viele Dämonen haben wir jetzt? Wir haben hier 4 leider schon mal über den Doubling Imp. Ne, wir haben 2 über den Doubling Imp. Ne, 4 haben wir über den Doubling Imp. Wir haben ihn ja nochmal rausgespielt. Dann kommt der Void Terror. Den haben wir noch auf der Hand. Wir haben eigentlich noch gar nicht so viel gemacht. Oh, Wind Fury. Spellstorm. Leider gar nicht so schlechte Sachen, die er hier hat momentan. Wie viel Damage macht er uns hier jetzt? 5 zu viel. Wenn man schon ausrechnet 5 zu viel, dann weiß man, dass es nicht klappen wird. Must destroy. You face Jiraxxus!
Reicht das aus? Ich glaube nicht, gell? Er macht hier Hit, Hit, dann macht er 5, 5 und 9 werden 14. Ja, plus Zero Abilities in Lethal. Ja, Leute. Es scheint nicht so, als ob dieses Deck irgendwie extrem gut wäre. Es tut mir leid, Death. Leider konnte ich es auch irgendwie nicht verändern, dass es irgendwie leider nicht in den Win rauskommt. Oh mein Gott, ist er dumm? Hat er sie gerade Lethal gemisst? Er hat gerade really Lethal gemisst. Wir könnten hier vielleicht noch eine Runde überleben, Leute. Tut mir leid, Death, dass das Deck jetzt leider so schlecht performt, dass wir hier zweimal gegen Late-Game-Monster des Todes spielen müssen. Gerade Rexha und Jaina. Das ist halt wirklich... Ich glaube, wenn wir gegen irgendwas anderes gespielt hätten, hätte Lord Jaraxxus oder sowas Value rausgekriegt. Aber so leider nicht. Alter, das ist halt richtige Sadness. Gib mir den Void Lord, please. Yes. It's the Void Lord himself. Wir überleben noch einen Zug. Oh, wir überleben noch einen Zug. Nein, er hat noch einen Handelsmark. Ja, okay, es ist trotzdem irrelevant. Er kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Wir haben 4 Dudes. Er muss nochmal mit allen rein traden. Oh mein Gott, das ist halt so lucky einfach nur. Und wir können im nächsten Zug können wir traden. Puh. Vielleicht haben wir noch eine Chance, aber es sieht sehr, sehr knapp aus, wenn ich ehrlich bin. Wir fressen jetzt einen von denen hier, müssen aber dann hier hart hitten. Das wird schon zu schwierig. Wir hauen dann einen Taunt leider nur raus mit 7. Wahrscheinlich müssen wir davon einen Dude wegnehmen. Das heißt also, wohl den können wir wegnehmen. Dann kriegen wir, nee, wir müssen einen von denen wegnehmen. Oh mein Gott, das ist halt einfach übel knapp. Ach, really? Really ein Live-Drinker? Das ist natürlich die Karte, die er sich hier rauscraften kann. Get a fucking Life Drinker. Boah. Lass mich mal kurz überlegen. Können wir uns hier irgendwie nochmal rausretten? Hätte er den nicht rausgekriegt, hätte ich gesagt, wir können nochmal was machen. Aber durch nochmal zusätzlichen Lebensabzug ist halt GG. Ja, machen hier zack, 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 zack. Ja, mit dem Life Drinker kraft er halt auch an dem nächsten Zug. Serenite Chain Gang? Ectomancy. Lord Godfrey hätte uns vielleicht auch noch geholfen. Seht ihr die Problematik? Wir können ja nicht so machen und sagen, ja, your suffering will be legendary, aber Leute, leider hat dieses Deck nichts rausgerissen. Es tut mir leid, Ink. Dass es nichts gebracht hat. Trotzdem bedanke ich mich recht herzlich natürlich für dieses Deck und hoffe, dass du auch mit deinem nächsten monatigen Sub hier wieder sagst, hey, nächstes Deck kommt sofort. Ich bedanke mich recht herzlich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr das Deck haben wollt, ist es unten in der Videobeschreibung der Deckcode, und zwar beide Deckcodes, einmal die Version von Inkdeath, einmal die Version, die ich dann umgebaut habe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren, haut rein, bis zum nächsten Mal, dann Türelü.